Hallo! In dieser Lektion möchte ich dir erläutern, wie Passagiere, Post und Fracht umsteigen können. Das ist praktisch, denn dadurch benötigst du weniger Zuglinien und kannst Güter von zentralen Bahnhöfen leichter in alle Richtungen verteilen. Öffne einmal die Stadt Sacramento und dort Passagiere und Post. Hier siehst du, welche Ziele Passagiere und Post aus Sacramento haben. Im Moment ist das nur San Francisco. Denn hier stehen nur Ziele, die vollständig mit der Bahn erreicht werden können. Das heißt aber nicht, dass diese Güter nur direkte Verbindungen wählen. Passagiere und Post dürfen nämlich in Städten und an Landbahnhöfen mit Gasthöfen umsteigen, wenn es keinen kürzeren Weg gibt und wenn der Weg per Bahn höchstens doppelt so lang wie der direkte Weg ist. Das wollen wir nun einmal ausprobieren. Errichte nun einen Bahnhof in Reading und schließe die Stadt an deinen Bahnhof an der Rodungsfläche an. Dort kannst du ruhig neue Gleise verwenden. Erstelle dann eine neue Zuglinie, die von der Rodungsfläche nach Reading führt. Sobald Holz in Reading ankommt, geht es weiter. Hervorragend! Damit nun Passagiere und Post an der Rodungsfläche umsteigen können, benötigst du am Bahnhof einen Gasthof. Den hast du aber noch gar nicht erforscht.
Öffne daher mal das Forschungsdiagramm und schalte den Gasthof frei. Sehr gut. Nun wähle den Bahnhof an der Rodungsfläche an und erweitere ihn mit dem Gasthof. Genau. Nun können Reisende und Post an dem Bahnhof umsteigen. Öffne nochmal die Übersicht Passagiere und Post in Sacramento und stelle fest, dass nun Passagiere und Post über den Bahnhof mit dem Gasthof bis nach Redding gelangen können. Vielleicht dauert es eine Weile, bis die neue Route eingetragen wird. Dann warten wir einfach. Gasthöfe benötigst du übrigens nur an Bahnhöfen auf dem Land, denn in Städten können Passagiere und Post immer umsteigen. Auch Fracht kann an Bahnhöfen von einer Zuglinie auf eine andere umgeladen werden. Doch dafür muss immer eine Lagerhalle vorhanden sein, denn Fracht benötigt viel Platz. Das wollen wir nun auch einmal ausprobieren. Schalte dafür in der Forschung die Lagerhalle frei und erweitere den Bahnhof an der Rodungsfläche mit einer Lagerhalle. Anders als beim Gasthof muss die Lagerhalle auf die Waren, die hier umgeladen werden sollen, eingestellt werden. Wähle daher die errichtete Lagerhalle an und teile dem Lagerhaus mit, dass die Waren Fleisch, Bier und Tuch aufgenommen werden sollen. Eine Menge musst du nicht festlegen. Sehr gut. Die von dir gewählten Waren können nun an der Lagerhalle die Zuglinie wechseln. Beachte dabei, die Waren in der Lagerhalle gehören nicht dir, denn die Lagerhalle dient nur als Zwischenstation zum Umsteigen und alle Waren haben bereits ein festgelegtes Ziel. Wie bei Reisenden und Post gilt, eine Fracht wird nur dann von einem Betrieb per Bahn verschickt, wenn das Ziel per Bahn erreicht werden kann. Die Fleischindustrie in Sacramento beispielsweise kann nun Fleisch per Bahn nach Redding verschicken, da sie weiß, dass das Fleisch über die Lagerhalle ihr Ziel erreichen wird. Nun schau dir ruhig noch an, wie die Waren an der Rodungsfläche umsteigen. Vielleicht musst du auch die Anzahl der Züge erhöhen, damit die vielen neuen Waren transportiert werden können. Beende dann diese Lektion, wann immer du möchtest.
Ich grüße dich. Nun geht es um Banken und Personal. Kredite, Aktienhandel, Aufkaufen von Konkurrenten, Personalmanagement und Sabotage. Wir fangen gleich an, sobald du den Unternehmensdialog geöffnet hast. Hier siehst du links einige Daten zu deinem Unternehmen und auf der rechten Seite den aktuellen Unternehmenswert und wie er sich zusammensetzt. Hier werden die Ergebnisse der letzten 4 Quartale angezeigt. Das letzte Quartal steht links. Hier kannst du sehen, welche Unternehmen derzeit im Transportgeschäft konkurrieren und wie viel diese Unternehmen wert sind. Jedes Unternehmen, auch deines, ist eine öffentliche Aktiengesellschaft, die ihr Startkapital von Aktionären erhalten hat. Daher kannst du die Aktien deiner Konkurrenten auch kaufen. Sobald du alle Aktien eines Konkurrenten erworben hast, können eure Firmen fusionieren und der Konkurrent verschwindet. Doch Vorsicht! Wenn ein Konkurrent schneller an Wert gewinnt als du, so wird er ebenfalls versuchen, die Aktien deines Unternehmens aufzukaufen und dich aus dem Rennen zu werfen. Kaufe nun Aktien deines Konkurrenten. Es gibt noch einiges mehr an Informationen über Fusionen. Doch das kannst du dir in Ruhe anschauen, indem du die Tipps und Tricks öffnest. Hier findest du zu jedem Thema weitere Informationen. Öffnest du die Tipps aus einem Dialog heraus, springst du direkt zur richtigen Stelle. Hier kannst du Aktien verschiedener Märkte kaufen und Anleihen deines Unternehmens herausgeben, um einen Kredit aufzunehmen. Je höher dein Unternehmenswert ist, desto höhere Anleihen sind möglich. Kaufe nun ein paar Aktien und gib eine Anleihe heraus. In der letzten Rubrik kannst du dir alle möglichen Statistiken und Entwicklungen deines Unternehmens ansehen. Schau dich ein wenig um. Dann schließe den Dialog, um weiterzumachen. Kommen wir nun zum Personal. Öffne mal den dazugehörenden Dialog. In diesem Dialog kannst du grundlegende Einstellungen für die 4 verschiedenen Personalbereiche deines Unternehmens vornehmen. Der erste Bereich ist für die Lokführer bestimmt. Deine Züge rollen 24 Stunden am Tag. Bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden benötigt jeder Zug also 3 Lokführer. Erhöhst du beispielsweise die Arbeitszeit, so brauchst du zwar weniger Lokführer, aber die Qualität der Arbeit nimmt ab. Wie viele der benötigten Stellen tatsächlich auch besetzt werden können, hängt davon ab, wie viel du in deine Mitarbeiter investierst. Wie gut jeder Einzelne arbeitet und wie viele Stellen besetzt sind, bestimmt letztlich die Effizienz eines Bereichs. Effiziente Lokführer beispielsweise verringern den Wartungsbedarf deiner Lokomotiven. Nun wirf mal einen Blick auf die 3 anderen Personalbereiche. Sie funktionieren alle ähnlich, jeder hat aber andere Auswirkungen. Eine Besonderheit ist dein Sicherheitspersonal. Es wirkt sich nicht nur auf die Erlöse für Post und Fracht aus, sondern kann auch Sabotagen verhindern, wenn es effizient arbeitet. Zu Personal findest du wie immer weitere Informationen in den Tipps und Tricks. Doch wenden wir uns nun dem letzten Bereich zu, den Saboteuren. Du kannst Geld in die Suche nach Saboteuren stecken, um das Geschäft deiner Konkurrenten zu schädigen. Je mehr Geld du investierst, desto schneller läuft die Suche und desto erfahrener ist der Saboteur.
Starte nun einmal die Suche nach einem Saboteur. Investiere ruhig den höchsten Betrag. Normalerweise müsstest du nun eine Weile warten, doch ich erlaube mir mal, die Suche zu beschleunigen. Sobald du einen Saboteur gefunden hast, kannst du ihn einsetzen. Schließe nun den Dialog und wähle etwas an, was deinem Konkurrenten nördlich von Reading gehört. Beispielsweise ein Bahnhof. Beauftrage dann die Sabotage. Das nennen Sie eine Sabotage? So wird das gemacht. Ob du natürlich Sabotagen durchführen möchtest oder nicht, ist deine Entscheidung. Wichtig ist das nicht. Jedoch solltest du damit rechnen, dass deine Konkurrenten nicht zimperlich mit dir umgehen. Achte also auf genügend Sicherheitspersonal. Damit wäre auch diese Lektion zu Ende. Eines noch. Solange dein Unternehmen klein ist, brauchst du dich nicht unbedingt um dein Personal zu kümmern. Irgendwann hast du aber 50 oder mehr Mitarbeiter in einem Bereich und es entstehen erhebliche Kosten. Spätestens dann solltest du dein Personal optimieren.